Herzlich willkommen, Freunde, zu dem Kampf gegen den Anführungszeichen Rivalen. Der Erstplatzierte des Platz 3 des Baumes kämpft gegen den Erstplatzierten des Hauptbaumes, um zu sehen, wer der Stärkere ist. Topstar wird sofort zurückgezogen. Und Citra King betritt den Ring. Da wurde der Spezialangriff gesenkt. Aber das scheint Citra King eh nicht zu stören, weil es wahrscheinlich ein Crit Citra King ist. Ladestrahl von Hope. Draco Meteor gibt es natürlich zurück. Das würde ordentlich Schaden machen, wenn das ein Crit ist. Aber es ist kein Crit. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Hope setzt die Donnerwelle ein, um die Initiative rauszunehmen. Sehr kluger Schachzug. So. Okay, was kommt? Hope wird zurückgerufen. Ja, da soll sich jemand anders um Citra King kümmern. Azumarill, natürlich ein kluger Schachzug. Vor allem, wenn hier der Draco Meteor gekommen wäre, hätte Azumarill das locker abfangen können. Und Citra King macht auch den Rückzug. Oh, Gardos. Na, vermindert den Angriff. Das ist ungut für Azumarill. Aber trotzdem dürfte es gut Schaden machen. Ja, wie gedacht. Aber Beulenhelm, das war dieses defensive Gardos, was, glaube ich, auch Donnerwelle auf dem Kasten hatte. Jo, Gardos gegen Gardos haben wir jetzt. Das könnte interessant werden. Erdbeben geht daneben. Und da ruft sein Pokémon gerade wieder zurück. Oh, er holt Hope rein. Hatte damit gerechnet, mit der Donnerwelle? Scheinbar. Und Hope kriegt ein wenig HP regeneriert. Sehr praktisch für Hope. Und da kommt Lapras. Lapras ist natürlich ein sehr schönes Pokémon in dieser Aufstellung hier im Aqua Cup. Aber da kriegt Hope seinen Spezialangriffsschub und kann da wahrscheinlich gleich loslegen. Und da wird gerade wieder der Spezialangriff gesenkt. Damit der Gefriertrockner keinen Schaden mehr machen kann, denke ich. Jo, wie gedacht, macht er keinen Schaden mehr. Beide tasten sich wieder sehr langsam aneinander ran, muss man sagen. Ist schon der 10. Zug und es ist noch kein Pokémon gefallen. Oh, er versucht es mit Azumarill selbst. Azumarill kann den Treffer locker wegstecken. Vielleicht den nächsten aber nicht. Der Ladestrahl hat sehr viel Energie wieder, sehr viel Power durch den Spezialangriffsschub. Oh, Dampfwalze. Eine sehr gute Attacke hier. Aber es reicht nicht aus, um Lampton bzw. Hope auszuschalten. Der Ladestrahl wird wahrscheinlich jetzt der erste K.O. sein. Oh ja. Da geht das erste Pokémon auf Dave seiner Seite down. Topstar übernimmt. Okay. Wird der Hope drin lassen? Jo. Er setzt erstmal auf Schutzschild. Und vielleicht nochmal ein bisschen Donner. Er hat mit einem Wechsel predicted bei einem Pokémon mit Donner. Wow. Das war mutig. Verdammt mutig. Und da kommt erneut ein Ladestrahl. Hope wird immer stärker, zunehmend. Ah, das wird bitter, wenn Hope so weitermacht. Jetzt schützt es sich um gerade wieder. Er geht auf Energiefokus. Um gerade wieder noch einen einen HP-Schub von Überreste zu bekommen. Aber Citra King wird keinen Schlag mehr ausüben können. Was wird hier geplant? Soll Citra King einfach nur das Opfer sein? Oh, oh, oh. Da geht auf der Dave seine Seite ein weiteres Pokémon down. Wow. Wird der Rivale gewinnen? Wird Chris als Rivale jetzt den Sieg erringen? So sieht es derzeit aus. Aber wir haben noch ein bisschen was vor uns. Manaphy.
Abschlag. Oh. Das knallt rein. Offensivweste ist raus. Manaphy hat 2 HP noch. Au, au, au. Mondfisch. Ah, das war doppelter Switch. Lapras soll übernehmen. Mondfisch, oh, baut ein Lichtschild auf. Das ist natürlich sehr praktisch jetzt gegen Lapras und den sein Gefriertrockner. Und ein Wunschtraum. Und hier kommt ein erweiterter Gefriertrockner. Aber der Wunschtraum, wenn er sich erfüllt, ist ein Mondfisch wieder bei vollem Leben, beziehungsweise Belebekraft, jetzt eh egal. Kriegt es ein Drittel wieder hergestellt. Azumarill kann einen sicheren Wechsel reinbekommen. Was so oder so sicher gewesen wäre jetzt, wie man sieht. Krebutak übernimmt. Azumarill ist im Vergleich zu Krebutak ein besseres Matchup. Umgekehrt eigentlich, Entschuldigung. Aber das Wahlband ist raus. Warum ist er nicht auf Knuddler gegangen? Fragen über Fragen. Weil Ulrich hat auch Schwäche. Fee. Da hätten wir noch auf Knuddler gehen können. Naja, egal. Damit ist das nächste Pokémon auf der oberen, also auf der Dave seiner Seite in Down. Okay, Azumarill hat sehr viel Power getroppt, hat sein Wahlband verloren, was natürlich sehr bitter ist. Und Mondfisch muss jetzt über einen Verhöhner spielen. Also sich auf einen Verhöhner einlassen. Ist dann, denke ich mal, komplett kampfunfähig. Außer vielleicht Siedewasser oder sonst was. Ja, Siedewasser. Er wollte es drauf ankommen lassen. Ich hoffe, er geht jetzt nicht auf Donner, weil der Switch auf Landhorn müsste man eigentlich predikten. Nee, er ist auf Strauchler gegangen. Okay. Da hat Dave ganz schön gut mitgedacht, muss man sagen. Also, er durchschaut momentan echt die Dave, sag ich schon, Chris, durchschaut echt die Züge seines Gegners. Aber sowas von gut. Das muss man ihn lassen. Also, er ist allemal hier in diesem Kampf ein Rivalen würdig. Aber trotz fehlender Offensivweste hat Lapras noch einiges, was einstecken kann. So, da kommt der erneute Gigasauger. Ich glaube, das heilt aber Tentoxa so weit hoch immer, dass es gefahrlos Lapras ausschalten könnte. Von Crits jetzt mal abgesehen. Ja, sieht so aus, als würde Lapras, wenn es so weitergeht, einfach down gehen. Aber er kann halt nichts wirklich einwechseln, ohne dass er in Gefahr geht, dass es mindestens mal einen Gigasauger verkraften müsste. Echt, er hat keinerlei Möglichkeiten gerade, irgendwas zu machen. Irgendwie schade gerade, dass er so mit dem Rücken an die Wand gedrückt wird. Okay. Das nächste Pokémon geht down. 2 bleiben übrig. Topstar, okay. Topstar sitzt auf Donner, aber es geht daneben. Das ist bitter. Das ist echt bitter. Und das Wahlglas auch noch. Au, oh, wow. Das ist echt bitter. Okay, jetzt kann aber auf Strauchler gehen. Aber Landschuhn hat wenig Gewicht. Das bockt Landschuhn wenig. Da hätte er doch Psychoschock direkt einsetzen können. Wäre auf, glaube ich, schon beidermaßen dasselbe rausgekommen. Nur, dass er jetzt noch sein Wahlglas hätte.
Manchmal sollte man doch seinen Step-Move vertrauen. Er versucht sich jetzt wahrscheinlich mit Hope nochmal hochzurecken. Ah ne, er will seine Fähigkeit zunutze machen. Heilen durch Austausch. Und schickt seinen Garados ins Ring. In den Ring. Was natürlich jetzt seinen Ladestrahl einstecken muss. Wow. Ich hätte das nicht erwartet. Dass es von dem HP-Stand aus den Ladestrahl überlebt. Wegen Step plus Doppelschwäche. Aber gut. Hat geklappt irgendwie. Erdbeben, das steckt eigentlich der Mondfisch locker weg. Jetzt wird wahrscheinlich Verhöhner kommen, damit hat er gerechnet. Oder greift er weiter an? Ne, er greift nicht weiter an. Er setzt auf Verhöhner, wie es geplant war. Und da kommt der Energieball. Wow. Wow, okay. Da ging noch ein Pokémon von Chris an der Seite down. Aber wird das die Wende bringen? Also wenn Donner jetzt trifft... Na... Er setzt jetzt auf Hope. Der hofft, dass Hope jetzt geheilt wird durch den Donner. Aber er geht auf Strauchler. Er hat mit der Finte gerechnet. Wow. Okay. Mega. So, jetzt heißt es alles oder nichts. Überbrückung. Da kommt der Donner. Wird das ausreichen? Nein, es reicht nicht aus. Damit kommt Garados zum Gegenangriff. Das könnte der Todesstoß sein. Das war's. Topstar ist raus. Unser Champ des Turniers geschlagen vom Rivalen. Wow. Das war echt heftig. Okay, damit würde ich sagen, läute ich das Ende des Turniers ein. Dieses Match ist ein Abschlussmatch, noch so als kleinen Rückblick, als kleinen Vergleich. Und ja, man muss sagen, Chris hat verdammt nochmal so viele Züge von ihm predicted. Nicht mehr normal. Du kriegst von mir hier einen kleinen Respektklopfer auf die Schulter. Das war ja echt eine Glanzleistung von Predicting. Habe ich auch so lange nicht mehr erlebt. Okay. Damit würde ich sagen, ich verabschiede mich. Ich hoffe, euch hat das Turnier gefallen. Könnt ihr ein Feedback zu dem Turnier hinterlegen. Wenn ihr Turniere oder sonst was gut findet, könnt ihr das natürlich immer gerne in die Kommentare schreiben, denn das würde mich dazu motivieren, wieder ein Turnier zu eröffnen oder zu machen. Und ja, das war's. AK Cup ist vorbei. Ich wünsche euch noch viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.